Hallo und Glück auf vom Mannschaftstraining des FC Schalke 04. Heute am Mittwoch das erste öffentliche Training und damit auch das letzte öffentliche Training in dieser Saison. Am Sonntag geht es nach Fürth. Dort spielt man ja um die goldene Ananas. Nein, man spielt um Platz 10 oder Platz 11. Und ja, auch wenn es nur ein Platz ist, es geht um TV-Gelder. Die sind ja auch wichtig und jeder Euro zählt ja für den FC Schalke 04. Aber wer hätte das gedacht, nach vor ein paar Wochen, ja, wir stehen sicher im Mittelfeld auf Platz 10, Saisonabschluss. Ja, man hätte viel mehr erwartet, aber trotz alledem versöhnlich. Die Fans sind auch heute wieder da, rund 700 Fans hier heute am Rand und beobachten die Profis. Zum letzten Mal sehen sie dann auch Simon Cerotti hier live in Aktion und auch Danny Latzer wird dann auch heute hier sein letztes Training beim FC Schalke 04 absolvieren. Ja, kommen wir zum Personal. Da sind natürlich nicht dabei Fährmann, Kastelle und Greimel, alle in der Reha und individuell trainieren. Marcin Kaminski, der ist auf dem Platz, sieht man auf dem Nebenplatz hinten ein paar Läufe machen. Noch nicht oder schon wieder weg auf dem Platz, auf jeden Fall nicht zu sehen, sind Asanoe Draogo, Tomasz Kalas und Thomas Aueyan. Ja, aber auch eine gute Nachricht, denn Derry John Merkin, der absolviert heute wieder sein erstes Training, sollte also für Sonntag gar nicht so schlecht aussehen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zur Nachricht des Tages, denn die gibt es tatsächlich hier auf Schalke. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, Amin Younes, der hat ja vor ein paar Wochen, haben wir gesagt oder gesehen, er ist bei der U23 mit dem Training dabei. Da hat man uns gesagt, er will so ein bisschen mit dabei sein, ein bisschen fit machen, macht gerade seinen B-Lehrer und will dann ein bisschen sich austauschen und ein paar Erfahrungen sammeln. Ja, die U23 bestreitet morgen ihr letztes Spiel, trainieren also nicht mehr und ab sofort trainiert Amin Younes, also zumindest heute bei diesem Training und wahrscheinlich auch die letzten Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen Greuther Fürth, mit bei den Profis. Was daraus wird, das wissen wir nicht. Also er soll sich einfach nur fit halten, so die offizielle Aussage, aber man kennt wahrscheinlich auch eine besondere Verbindung zu Ben Manga. Also wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja in der kommenden Saison auch hier als neuer Spieler im Kader des FC Schalke 04.